Ja, Birkenfelder, das war jetzt das letzte Derby für eine Zeit lang gegen den Mittagslandener Verein DJK. Mit was für Gefühlen hat man dieses Spiel heute gespielt? Natürlich, also erstmal war natürlich da ein bisschen Druck dabei, weil ich denke mal, es wurde erwartet, dass wir das letzte Derby für uns entscheiden. Deswegen war da vielleicht auch ein bisschen Druck dabei, umso mehr sind wir natürlich darüber glücklich, dass es dann auch geklappt hat. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich denke mal, es ist genauso gelaufen, wie eigentlich erwartet. Man weiß ja, dass der DJK immer eigentlich gut steht hinten. Die sind da sehr organisiert und sind dann auch gefährlich mit ihren schnellen Spielern. Die warten natürlich dann drauf, dass wir die Fehler machen. Und es war natürlich auch die Gefahr, aber haben wir zum Glück heute nicht gemacht. Und ich denke auch, dass wir dann nach einer Zeit lang relativ gut ins Spiel reingekommen sind, haben uns da immer näher ans Tor gepirscht und denk mal, mit dem 1-0 haben wir uns dann noch ein bisschen leichter getan. Und allgemein denke ich auch, dass der Sieg dann in Ordnung geht. Ihr Spieler, der Torschütze Enzo, hat gemeint, dass dem Spiel etwas der Derby-Charakter gefehlt hat, weil man ja weiß, dass man fusioniert. Wie sehen Sie es? Ja gut, ich sehe das nicht ganz so. Letztendlich, wie gesagt, Derby-Charakter hat vielleicht, oder vielleicht kam es ihm so vor, weil es natürlich das letzte Derby war. Da war, ich glaube, für jeden ein bisschen Druck dabei. Es war auch im Vorfeld, ging es schon darum, dass es hieß, ja, das letzte Derby will jeder für sich entscheiden. Und deswegen war vielleicht das Spiel auch so ein bisschen stagmatisch am Anfang. Aber letztendlich denke ich nicht, dass der Derby-Charakter da gefehlt hat. Die Winterpause ist ja jetzt seit kurzem rum. In was für einem Zustand befindet sich Ihre Mannschaft? Ja, ich denke, die Mannschaft ist in einem guten Zustand. Die Trainingsbeteiligung war ganz okay. Die Einheiten waren gut. Wir mussten leider immer auf dem Roten trainieren. Deswegen fehlt uns ein bisschen die Praxis, auf dem Grün zu spielen. Aber ich denke, dass wir die ersten zwei Spiele trotz dessen relativ gut gemeistert haben. Und ja, auch die Stimmung ist relativ gut in der Mannschaft. Und ich hoffe, dass es jetzt so bleibt und wir jetzt die nächsten Spiele, die natürlich jetzt schwer werden, bei unserem Programm auch positiv gestalten können. Ihr nächster Gegner heißt Neureuth. Das ist ein Auswärtsspiel. Was wird das für ein Spiel und was haben Sie sich darüber hinaus noch vorgenommen? Na gut, es wird natürlich ein schwieriges Spiel. Die haben eine sehr starke Offensivreihe. Ja. Dementsprechend muss man da in der Abwehr gut stehen, kann sich wenig Fehler erlauben, weil die das natürlich knallhart ausnutzen. Das haben wir auch schon in der Vorrunde gemerkt. Dementsprechend werden wir uns natürlich die Woche darauf vorbereiten, sodass wir dann auch am nächsten Sonntag gewappnet sind gegen den DJK. Also, was wir uns vornehmen, momentan sind wir ja so ein bisschen im Niemandsland, würde ich jetzt mal so sagen. Aber trotzdem, klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und dementsprechend muss man natürlich die Leistung abrufen. Und ja, ich hoffe halt, dass es auch dann die nächsten Spiele klappen wird. Und wir da vielleicht sogar so ein Fahrwasser geraten und vielleicht so eine kleine Serie starten können. Das wäre natürlich der größte Wunsch jetzt erstmal, damit wir natürlich nicht mehr nach unten rutschen können, weil man weiß nie. Wir haben jetzt uns zwar ein kleines Polster nach unten geschaffen, aber sicher ist natürlich sicher. Ja. Dementsprechend hoffe ich, dass wir die nächsten Spiele vielleicht schon punkten können. Abschlussfrage. Wir haben ja schon ein bisschen über die Fusion gesprochen. Wie sehen Sie es und was meinen Sie, was steht jetzt längerfristig an in Bezug auf die Fusion? Ja gut, also die Fusion, dem Ganzen stehe ich natürlich positiv gegenüber. Man hat natürlich da ganz andere Möglichkeiten, allein schon vom Umfeld oder vom Sportfeld auch oder vom Sportplatz, der natürlich da neu angelegt wird mit Kunstrasenplätze, mit Stadion. Da wird für die Jugend wird viel gemacht. Gerade auch deswegen muss natürlich für die Zukunft muss man die Ziele natürlich auch ein bisschen höher stecken. Momentan ist es so, dass die erste Mannschaft dann natürlich in der A-Klasse spielen möchte. Ich denke mal, das erste Jahr wird mit Sicherheit schwierig werden. Wenn zwei Mannschaften fusionieren, dann muss man sich einspielen, muss erstmal alles zusammenpassen.
Aber für die Zukunft mit so einer Anlage und so Möglichkeiten sollte man dann natürlich auch, also ich sag mal Bezirksliga, sollte da schon dann das Ziel auch sein erstmal, das kurzfristige Ziel. Herr Birkenfelder, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Jawohl, danke schön.